Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Ja, wie gesagt, den Safe lassen wir stehen. Wir werden zum Großpalast aufbrechen. Jo, bitte. Gehen wir es mal an. So, schauen wir mal, was es hier gibt für uns. Der Text da oben scheint gleich zu sein. Ja, und laden tut er auch schön brav. Ich will nicht, dass es lädt. Ja, du schaffst es. Du schaffst es. Ja. 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 Und? Na? Ah, super. Oh. Aha, mit dem Wagen wieder. Okay. Hübsche Blümchen, alles klar. Gut, was haben wir denn da? Ich sehe da drüben zwei Wachen. Wie ich die ausschalten soll, ist mir ein bisschen ein Rätsel. Aber mit, ich hoffe mal, dass es mit Domino funktionieren wird. Ich werde aber trotzdem speichern. Spiel speichern bitte, weil ich zu übervorsichtig bin wegen meiner Schusseligkeit, die mir ja schon des Öfteren Probleme bereitet hat. Tun da. So, verstehen? Da unten liegt auch was Komisches. Ja, geht das von hier aus? Noch nicht, ne? So, warte mal. Da müsste ich mich mal kurz... wahrscheinlich hier hin. Aha. Oder dahin. Wird vielleicht auch gehen. Huch, das wollte ich gerade nicht. Ui! Oh, oh. Schnell. Wo ist der andere? Hä? Der ist verschwunden. Es war einst ein Mann aus Hochmühltal. Das Ding war so klein wie ein Zwergkrall. Da! Nur gerade so erträglich. Dann war es so lang wie ein Narwal. Lang war ich nun ohne dich. Und tschüss. Gutes Nächtle. Schlaf gut. Basti nehmen wir auch mit. Essen? Da brauchen wir gar nicht, okay. Herzog veranstaltet Feier zur Amtseinführung. Vor einigen Nächten fand im Großpalast als Zeichen der Unterstützung durch alle Serkonia eine extravagante Amtseinführungszeremonie für Kaiserin Delilah Coldwyn statt. Bravo! Gäste der Veranstaltung sagten, die Feierlichkeiten werden auch ohne die Anwesenheit der Kaiserin, die ihren offiziellen Pflichten in Dunwall nachging, ein voller Erfolg gewesen. An ihrer Stelle ziert eine überlebensgroße silberne Statue die Zeremonie. Natürlich, das ist... Ah, was? Kein Wunder, da der stets großzügige und voller Überraschungen steckende Herzog Abele auch gerne als der fröhliche Herzog bekannt sein möchte. Natürlich. Der Großpalast fügte hinzu, dass die absurden Gerüchte über unsere besagten, die aus dem Dunwall Tower mit seltsamen Zeichen auf ihren Gesichtern nach Karnaca zurückkehren und Kauderwelsch wie aus einer Totensprache reden, absoluter und vollkommener unbegründeter Humbug sind. Natürlich. Bestimmt. Ja, ja, schnacht's nur rum. Den nehmen wir auch mit. Ein paar Münzis für uns. Boah, das lief echt gut. Aha. Achso, das ist Domino. Hoppala. Falsche Taste. Natürlich, die Mami brauchen wir auch. Muttilein, wo haben wir was? Alles drüben? Bist du allein? Aber... bis auf wenige Verbündete. Die Mami sieht ihm alles schwarz da. Okay, das schaut die hier am nächsten aus. Hüp. Ist da noch jemand, der... Da unten sind noch zwei. Ich war gut darin. Mein Körper war gut darin. Er hat mir Unterricht gegeben, weil
als es noch offen war. Die Stadt hat sich seitdem verändert. Das wusste ich nicht. Mann, du hast ja schon einiges gemacht. Mag sein. Das Pökeln vermisse ich nicht. Ständig die Hände in Salz, Nägel, Fabriken. Bei der Garde hast du immerhin einen netten Posten in der Nähe des Palastes bekommen. Wenn du erst eine Weile hier bist, änderst du deine Meinung sicher. Die Freunde des Herzogs machen. Das war nicht so schlau. Ich lade nochmal. Ach, ich hätte sperren sollen, ich blöde Kuh. Ach ja, ich dachte, das geht sich aus, ne? Aber ich bin viel zu langsam gewesen, ist ja klar. Ich hätte noch eine Runde gehen lassen sollen. Dann wäre es ausgegangen. War meine Schuld. Wie immer. Zocki, du bist so schlecht. Ja, ich weiß. Jetzt muss ich die zwei Kerle nochmal machen. Ich hätte speichern sollen. Ich hab's gewusst, wenn ich einmal nicht speichere, versau ich es. Selbstverständlich. So. Neue Offiziere, neue Regeln. Und steck ihnen die eine oder andere Münze zu. Steht jetzt auf, ne? Vielleicht kriege ich ihn. Passt. Reicht. Puh. So, plündern. Plündern. Passt und speichern. Diesmal mache ich es aber wirklich. Weil ich einfach Fräulein Ungeschickt bin. Ich hätte mich auch so nennen können, ne? Statt Zockerbraut Fräulein Ungeschickt. Oder gibt's die schon? Dann tut's mir leid. Da wollte ich jetzt keinen beleidigen. So. Und so. Ich vermisse das Schwimmen. Ich war gut darin. Ein paar von uns haben in Addermeyer Unterricht gegeben, als es noch offen war. Die Stadt hat sich seitdem verändert. Das wusste ich nicht. Mann, du hast ja schon einiges. Mag sein. Das Pökeln vermisse ich nicht. Ständig die Hände im Salz, blutige Nägel, Fabrikluft. Bei der Garde hast du immerhin einen netten Posten in der Nähe des Palasts bekommen. Wenn du erst eine Weile hier bist, änderst du deine Meinung sicher. Die Freunde des Herzogs machen echt seltsame Dinge. Echt? Zum Beispiel? Eines Nachts hatte einer die Idee, mit Essen nach uns zu werfen. Erst traf mich eine Ananas ins Gesicht. Dann brannte... Der liegt auch wieder super. Ah, schön, aber hinbekommen. Da-da-da-dam, da-dam. Perfekt. Boah, da haben wir einen schlimmen Wellengang heute, ha? Jo. Okay, die beiden Ratzen auch. Das freut mich. Das freut mich. Gut, brauche ich hier dabei normalerweise nicht schleichen. Aber ansonsten hat sie nichts gegeben. Das heißt, sollen wir jetzt mit der Bahn wahrscheinlich rüber, ne? Mit dieser Gondel. Oh, das habe ich fast vergessen. Entschuldigung schon mal. So, Essen brauche ich nicht. Die Zeitung, genau. Die haben wir schon gelesen. Glas und so weiter. Scheinen wir auch nicht zu brauchen. Noch da drüben vielleicht ein bisschen schauen. Haben wir hier irgendwas? Haben wir da irgendwas? Nur, dass wir dann mit der Bahn dürfen, ne? Schaue zumindest danach aus. Jo. Schaut wirklich danach aus. Ja, gut, dann würde ich sagen, das ist auf jeden Fall speicherungswürdig, abermals. So, so schön kriege ich das wahrscheinlich nie wieder hin. Wahrscheinlich. Also, F und einsteigen. Zum Großpalast, ich bitte darum. Oh, wie schön die Aussicht ist. Schaut's mal. Meine Güte, ist das alles schön. Ich kann ihre Gegenwart spüren. Aha. Delilah wahrscheinlich, ne? Gut. So. Mamilein. Jetzt ist die Frage, wer ist näher? Der wäre näher, ne? Dieses Knochenartefakt wäre näher. Noch eine Zeitung. Achso, okay, das ist dieselbe. Aha, da hinten sehe ich jemanden herumkrebsen.
Ich schau mal hier drüben aus. Um Gottes Willen. Okay. Sie verlieren doch nicht den Herzen, hoffe ich. Nein, überhaupt nicht. Aber wie erkennt man denn den Herzog? Keine Ahnung, wo sie diesen Doppelgänger gefunden haben, aber er sieht aus und verhält sich wie der Herzog. Ich sehe keinen Unterschied. Mhm. Es gibt subtile Unterschiede. Also, angenommen, du erkennst Herzog Luca. Wie kriegen wir dann seinen Schlüssel? Das kriege ich schon hin. Wer weiß, was in diesem Tresor ist. Wir sind reich und schon fast in Gristle, bevor er am nächsten Tag einen Kater hat. Mhm. Das ist ein guter Plan, so wie das hier läuft. Und du bist sicher, er hat den Schlüssel immer dabei. Mhm. Ganz sicher. Wir machen es morgen Nacht, wenn nur ein Trupp auf Patrouille ist. Halt dich bereit. Mhm. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob die beiden Freund oder Feind sind. Ich werde es auf jeden Fall wieder versauen. Das weiß ich jetzt schon. Der Palast. Vielleicht kann ich den Herzog auch anders ausschalten. Ah, das sind Zivilisten. Wer sein Gesicht versteckt, führt sicher nichts Gutes im Schilde. Hä? Ich kenne sie nicht. Lassen Soll ich sie helfen? Mich? Warte! Hilfe! Also mal sehen, ist da jemand? Was war es? Aha. Okay. Das reicht! Komm schon! Hat nicht hingehauen, okay. Ich wische mir nachher dein Blut ab! Ja, ja. Leg mich doch am allerwertesten. Okay, ich sag, ich vermassel's. Okay, dann halt nochmal. Na super, okay. Das heißt, der Wachentrottel, der muss weg. Okay, den muss ich erwürgen. Okay, das kriege ich hin. Hoffe ich. So. Ja, Laden ist fertig. Okay. Laden ist der Fertige. Der Palast. Vielleicht kann ich den Herzog auch anders ausschalten. Und? Passt. Den nehmen wir mal mit. Da würde ich sagen, die legen wir mal alle hier hin. So. Achso, jetzt hat er nichts mehr zum Plündern, oder wie? Hey, das ist eine Tasche. Wenn du den trägst, kannst du nicht mehr plündern. Das ist aber auch komisch, oder? Gnädige? Schau, ich leg dich zu deinem Freund dazu. So. Oh, schau. Ist das nicht schön? Ist das nicht niedlich? Schaut ja toll aus, oder? Mei, das Beste hätte ich gar nicht hinkriegen können. Oh. Oh. Oh, wie schön. Jetzt wäre es aber gut, mal ein bisschen zu schleichen. Da drüben ist noch so ein Kerl. Ich glaube, das sind sogar zwei. Hier drüben sind tatsächlich zwei. Jetzt muss ich irgendwie einen Weg finden. Ah, ich kann mir schon vorstellen, wie das gehen soll. Okay. Ja, wie immer. Speichern. Allein schon wegen der schönen Bild da oben. Die zwei, die da so ratzen. Ist das niedlich, oder? Das ist schon niedlich. Habe ich gut hinbekommen. Wow. So. Auf zwei schafft er nicht, ne? Na. Oh. Nein, hier ist niemand. Hui. Geht das so? Ich hoffe. Oh. Luft ist schwer heute. Lässt einen kaum atmen. Wer sein Gesicht versteckt, führt sicher nichts Gutes im Schilde. Gehen Sie jetzt.
Manche haben echt keine Manieren. Ich hab sie gewarnt. Ich ruf jetzt Hilfe. Hey, wo bist du? Halt! Und was ist hier los? Was? Wo kommt der jetzt auf einmal her? Wow. Einen guten Preis in Silber. Wo liegt denn der jetzt? Los? Ja, das frage ich mich auch gerade. Kann schon wieder laden. Hä? Wo kommt der jetzt her? Das ist aber nicht nett. Ah, was immerhin hier, ne? Das darf ich mal nutzen, das ist schön. Hä? Von der Treppe runter, ne? Das habe ich nicht gut gemacht. Ganz und gar nicht gut gemacht. Nein, nein. Das war schlecht. Da ist aber auch alles voll mit Leuten, ne? So. So. Hallo? Verdammt! Ich will nicht sterben! Was habe ich jetzt? Eine Granate in der Hand? Wo kommt die jetzt auf einmal her? Au! Oh. Dieser Mistfink! Dieser elende! Toll! Und jetzt? Nicht mal sein. Ja, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Weißt was? Das ist ja Verarsche, ey. Na, nicht speichern, um Gottes Willen. Laden. Das dachte ich schon, wo ist jetzt der Autosave-Spielstand? Boah, ey. Ja. Das wird spaßig. Großartig. Da brauche ich schon wieder 20 Jahre. Ach Gottchen. Ruck. Wer sein Gesicht versteckt, führt sicher nichts Gutes im Schilde. Naja. Was soll dieser Aufruhr? Was soll ich jetzt das Herz heraus? Scheiße nochmal! Oh, scheiße! Und was ist hier los? Ich will nicht sterben! Wie war das möglich? Vielleicht ist sie hier in der Nähe. Mal sehen. Was war's? So. Den haben wir schon Gefällt mal. Gefällt mir nicht. Ich sehe mich mal um. Soll ich speichern? Ich glaube ja, ne? Kann man machen. Ja, eigentlich schon. Wir haben eh noch den Autosave-Spielstand. Den Autospeicher-Dingens. Hat eh keine Chance gegen uns. Eh nicht. Ich will nur mal schauen. Wer da redet. Eine Leiche? Hier? Huh? Was? Was? Hilfe! Wohin? Ja, ja. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So. Das wollte ich gerade nicht. Ich wollte essen. Jam, jam, jam. So, da noch was? Ah, die war verfault. Ich pfui Teufel. So. Wer?
Bist du aber her? Nein. Muss ich dich jetzt suchen kommen? Ich habe keine Zeit für sowas. Doch. Zwei Wachen. Das ist wieder super. Drei Wachen. Moment. Was? Echt jetzt? Na, ich will da. Was? Okay, das war zu einfach. Ich war jetzt so geblendet von dem Drohnen, ne? Dass ich jetzt nicht aufgepasst habe, dass da eigentlich eine Falle ist, ne? Was eh logisch ist. So einfach kann das nicht gehen. Da werden wir halt müssen irgendwie so ein Strömchen ausschalten, ne? Was? Du liebes bisschen. Eine Leiche? Hier! So, hilf mir! Na toll. Das ist wieder typisch, ne? Vielleicht hilft's was. Wenn ich den versteck. Einfach mal so. Was haben wir da? Herzogliche Quartiere. Meiden Sie heute bloß die Gemächer des Herzogs, einschließlich des ganzen dritten Stocks. Seine Eminenz ist ziemlich ungehalten. Lassen Sie ihn in Ruhe und benutzen Sie den Aufzug nicht. Erster Leutnant Rosa Marquez. Ich kann rein gar nichts für Sie tun. Gehen Sie weg. Passt das so? Ich hoffe doch. So. Ich werde ihn da zum Wachmann dazulegen. Dann müssten wir eigentlich Ruhe haben. So. Okay. Dann wieder hoch mit uns. Ui. Da ist eine Wache. Wäre schön. Warte mal ganz kurz. Wartet kurz. Ich weiß, ich bin lästig, was Speichern betrifft. Aber hier ist es echt, etwas anstrengend. Was? Ui! Frag mich, wer das war.
Oh Gott, wo ist er hin? Oh weia. Mann, ey, ich stehe mich wieder an. Mist, ey. Ich stelle mich wieder an. Ich will doch nur die beiden ausschalten dürfen. Seltsame Zeiten. Harte Zeiten. Muss wachsam sein. Mann, ey. Irgendwann kracht es. Oh Gott. Ja, das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Ach, was mache ich da? Die Wachen sind ganz schön lästig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Die Wachen sind wahnsinnig lästig. Also, puh. Jetzt versuche ich da wirklich ernsthaft und intensiv, ne? Die Leute nicht umzubringen. Und verscheiß da den ganzen Partner. Ah, wie lästig. Ja, ja, ist klar. Hä? Tot? Der Täter muss noch in der Nähe sein. Hoffentlich war ich das nicht. So ist besser, glaube ich. Ist der Dom jetzt auch umgefallen? Ich pack ihn mal rüber. So, auf den Haufen hier. So, ich hoffe, das hat hingehauen. Ich bin auch gewillt, wieder zu speichern. weil ich das am besten kann. So, nach und nach haben wir dann die Störenfriede ins Land der Träume geschickt, oder? Da liegt auch einer. Ah, das ist ja er. Ja, passt. Hat somit offiziell hingehauen. Ich packe den nochmal schnell weg. Dahin. So. Und dann hoffe ich mal, dass es weitergehen kann mit uns. So. Ich speichere das wieder. Tut mir leid, dass ich so langsam bin. Es tut mir echt sehr leid. Ja. Ich gehe schon gern mal auf Nummer sicher. So, na Fisch. So. Dann müssten noch insgesamt zwei Wachen oder so, müssten noch existieren. Hm? Wer hat die Tür aufgemacht? Ja, würdest du? Man will's nicht glauben. Und bleiben Sie weg. Aha, das sind Münzen. Ich mach den lieber auch mal zu. Ja, Feigen. Achso, brauchen wir nicht essen. Haben wir genug. Ich wollte den Part eigentlich auch beenden. Gleich.
Aha. Gibt's gerade keine Wachen oder was? Schaut nicht so aus. Psst, leise. Okay, da kann ich nur stibitzen. Oh, Entschuldigung, das war die falsche. Keine Manieren. Nein. Sind alles wandelnde Arschlöcher. Ich muss so. Mit der Köchin sprechen. Das mei, jetzt falle ich wieder runter. Nicht wie Taube geschmeckt. Wie ich werde sicher einen wer ist ein Taube? Irgendwie habe ich gerade ein Problem. Achso, jetzt geht's. Dann beenden wir den Part einfach mal hier. Im nächsten muss ich schauen, dass ich die Wachen noch da drinnen irgendwie down kriege. Also, dass ich sie schlafen lege und dann hoffen wir mal, dass wir diese Falle beim Thron da irgendwie ausschalten können. Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!